Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck General Mills. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, General Mills gehört zu den weltweit größten Lebensmittelherstellern. Produziert werden zum Beispiel Fertiggerichte, Eis, Müsli, Frühstückssnacks, Nudeln, Pizza, Soßen, Joghurt und Tierfutter. Einige bekannte Marken des Unternehmens sind etwa Häagen-Dazs, Knack & Back, Old El Paso, Cheerios, Pillsbury und Betty Crocker. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1866. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 40 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,22 auf 2,02 US-Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Daher vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also den größten Rückschlag seit der Finanzkrise hatte die Aktie zwischen Juli 2016 und Dezember 2018. Da hat die Aktie ca. 49,5% an Wert verloren und damit in diesem Zeitraum mehr als in der Finanzkrise. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 82% zugelegt. Und das liegt in einem guten Bereich für eine Konsumgüteraktie wie General Mills. Und damit vergebe ich hier insgesamt ebenfalls einen halben Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei 56%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 44%. Und auch das ist gut, würde ich sagen. Damit vergebe ich ebenfalls einen halben Punkt. Das sechste Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und hier schauen wir erstmal etwas zurück. Und in 2020, da gab es einen Gewinn je Aktie von 3,56 US-Dollar, der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 3,78 US-Dollar und auch für die Zukunft schaut es hier ganz gut aus, zumindest für das Jahr 2022, denn hier erwarten die Analysten momentan einen Anstieg auf 3,88 US-Dollar je Aktie. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2022 liegt bei 18 und damit unterhalb der 30er Marke. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt General Mills in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 5,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit knapp noch auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Sicherheitscheck. Und hier landet General Mills momentan mit den 5,5 erreichten Punkten hier auf dem 4. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und hier ist übrigens aktuell noch das Aldi-Video verlinkt, also die, von der Analyse von vor circa einem Jahr. Und da sehen wir, dass die Aktie damals ebenfalls 5,5 Punkte erreicht hat. Und diese Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte April 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie. Das ist der Verlauf des Fairwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs hier oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fairwert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check, der gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie.
anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.